Herzlich willkommen zurück zu 7 Days Tapes Estelle. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben hier immer noch so eine Problematik mit dem Dach. Ja, ja. Da wollen wir jetzt aber auch gar nicht weiter bei. Da haben wir jetzt letzte Folge die ganze Folge dran rumgespielt. Ich habe auch noch nicht ganz eine Lösung gefunden. Mal gucken, da werde ich noch ein bisschen rumprobieren. Aber nicht jetzt. Wie wir denn jetzt erst mal? Beton und das. Ja, das nehmen wir mal alles mit. Beton und das. Wir aber die Farbe nicht. Wollen rüber zur Hordenbase. Aber jetzt nicht die Hordenbase fertig machen, sondern ich will mal was ausprobieren. Vorschlag kam auch von euch, die Idee ist eigentlich ganz gut. Wir haben ja die alte Base stehen, die die Zombies quasi von der Seite beschäftigt. So eine ähnliche Base, bloß diesmal nicht schweben, sondern ganz normal auf dem Boden stehend. Auf die gegenüberliegende Seite bauen, dass die Zombies quasi von links und rechts aus Korn genommen werden. Bevor sie überhaupt in die Hauptbase laufen, wo sie denn den Rest kriegen. Könnte funktionieren. Das probieren wir mal aus. Erstmal will ich hier aber die Farbe wegbringen. Die Farbe brauchen wir da jetzt definitiv nicht. So, der Kondor wieder drin. Beton nehmen wir auch nochmal ein bisschen was mit. Die haben wir. Im Grunde genommen wird das gar nichts Großartiges. Nur nochmal eine ähnliche Kopie von dem Ding, dass sie da auch nochmal unter Feuer genommen werden. Geld wollte ich nicht. Ich wollte... Ich komme gerade völlig durcheinander. Beton mitnehmen, Mitch. Ist ja schlimm, ne? Na, das liegt da dran. Ich denke mal, das geht euch aber auch so bei mir im Moment. Immerhin sind wir kurz vor Weihnachten. Ich meine, wenn diese Folge erscheint, sind es, glaube ich, nur noch 2 Tage bis Heiligabend und... Ja, Weihnachten geht bei mir immer alles drunter und drüber. Da weiß ich nicht, was ich zuerst machen sollte. Aber es geht wahrscheinlich vielen so. So, den fahren wir dann nämlich auch mal hin. Gucken. Dann können wir sie vielleicht zusätzlich noch ein bisschen aus Korn nehmen. Ich meine, unsere Hordenbase funktioniert 1A. Da gibt es auch nicht nichts zu beanstanden. Aber es gibt halt immer was zu verbessern, ne? So, und zwar meinte ich, genau, das Ding da, auch nochmal hier hin. Auch ungefähr auf die gleiche Höhe. Ja, damit sie von links und rechts aus Korn genommen werden. Jetzt muss ich bloß erstmal abzählen. Das Ding ist 1, 2 und die dritte ist schon die Schräge und der Boden oben, alles klar. Wir machen es erstmal mit normalen Blöcken abstecken. Das ist ungefähr gleich mit der Treppe, wenn ich mich nicht täusche, ne? So. Wieso werden die hier rot angezeigt, weil ich hier weggebohrt habe, oder was? Muss man was googeln. Stimmt die Linie jetzt noch? Die soll ja symmetrisch sein. Ich mich nicht täusche, müssen wir einen weiter. Wir müssen einen weiter. Gut. Brauchen wir ein bisschen Abwechslung von der Kirche. So, das wird das Gebäude an sich. Das wird noch 2 breiter. Das ist da ja auch ein bisschen höher. Das macht überhaupt nichts. Hier wird es noch 2 breiter. Und das war 3 hoch, ne? Setzen wir erstmal das Podest. Wie groß wir das machen, gucke ich gleich mal. Ich stack erstmal nur ab. Also ich baue hier jetzt nicht das Ding in die Luft schweben. Das nicht. Nur ungefähr ein Gebäude auf die gleiche Höhe. Dass die hier nochmal wirklich zusätzlich von hier unter das Feuer genommen werden. Ob das funktioniert, ist auch noch eine andere Frage. Es kann natürlich auch sein, dass sie hier anfangen rumzuprügeln. Aber eigentlich kommen sie hier links und rechts überall vorbei. Dass wenn die Zombies von hier kommen, von hier kommt ja der größte Troll, hier von beiden Seiten oder das Feuer genommen wird, vielleicht bauen wir hier hinten uns auch noch später Türme hin. Das Ganze müsste auf jeden Fall 3 hoch. Allerdings. Ja, ich muss erstmal verstärken. Ich will aber erstmal gucken, müsste hier jetzt die Schräge hin. Na, hab doch ausgewählt. Genau. Dass wir jetzt erstmal auf der richtigen Höhe wären. Das Ganze muss aus Beton. Definitiv, sonst kloppen sie es kaputt. Oh, ja, ja, ich glaube, das haut schon einigermaßen hin. Wie gesagt, wir müssen ja nicht alles bauen, darauf denn das Gebäude. Ich muss die Breite einmal abzählen. Damit ich weiß, wie breit das muss. Und das muss jetzt nicht ganz so breit wie das.
Wie lang ist denn das Gebäude an sich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist gar nicht so groß. Breiter muss der rein theoretisch auch nicht. Den zählen wir jetzt mal nicht mit, wo hier die Schräge ist. Aber... bis hier. 1, 2, 3, 4, 5. Das Gebäude würde bis hier gehen. Das reicht ja schon. Ich glaube nicht, dass die Zombies hier drauf rumprügeln würden, weil ganz ehrlich... warum sollten sie es tun? Ich meine, hier bin ich nicht drin. Ich selber bin ja da. Die wollen ja zu mir. Das müsste klappen. Die hätten eigentlich keinen Grund, hier drauf rumzuprügeln. So, machen wir das erstmal zu Beton, bauen erstmal das Podest und dann das Gebäude wieder. Oder? Ja, ja, müsste gehen. Mit der Verkabelung mache ich mir später Gedanken drüber. So, dann werde ich hier jetzt auch einmal kurz die U10 wieder verstecken und nochmal die andere Platte rüberlegen. Und den können wir uns um das Gebäude kümmern. Also, ich weiß nicht, ob das klappt. Ist schon relativ weit auseinander, aber wir werden es sehen. Ne? Also, ich fürchte bloß, es könnte eng werden mit dem Holz. Aber gut, das hält auch keine Eile. Das muss nicht unbedingt bis zur Horde fertig werden, aber... so könnte man das Ganze nochmal ein klitzekleines bisschen verbessern. Ich habe bloß Angst, das wird irgendwann eine AFK-Base. Das will ich aber auf keinen Fall. Aber man will die Zombies auch so effektiv wie möglich aus dem Weg räumen. So, denn das jetzt hier auch nochmal verstärken, dann nochmal oben rauf verstärken. Und dann kann das Gebäude gebaut werden. Okay, ich hab's befürchtet. Holz hat nicht ganz gereicht. Mensch, für die letzten paar Blöcke. Weißt du was? Der Baum hier ist sowieso, glaube ich, schon halb tot. Der hat ja schon so einige Horden mitgemacht. Den nehmen wir mal kurz mit. Hoffentlich reicht das. Glaube ich zwar nicht, aber... wir werden sehen. Na komm, rauf der Mann, Freund. So, dann machen wir das letzte Stück jetzt mal kurz gemeinsam. Ja, das sollte reichen. Zumindest fürs Podest. So, das Podest hätten wir stehen und da müssen wir jetzt immer gucken. Da wir leicht einen Holzmangel haben. Wir hätten ja zwei länger gemacht. Das heißt hier und hier, damit die frei sind. Ne? Ja. Hier müsste definitiv dann auch wieder hin. Und den müsste ich wirklich mal gucken. Es wird hier gerade etwas dunkel, zumindest bei mir. Warte mal. Ich muss da mal was abzählen. Haben wir hier, glaube ich, einen Block direkt, ne? Ja, ja. Und auf dieser Höhe stehen, das sollte ja auch, okay. Dann müssen erstmal ein Dreier frei und den Rest können wir gleich. Da könnte man ja noch ein Gitter oder so vorbauen, damit die Zombies da nicht um mich rankommen. Stroni, danke. Dorn müsste denn hin? Dorn müsste hier drin. Hier sollte ein Dreier frei bleiben. Das heißt, da müsste noch zu, da müsste noch zu. Der bleibt denn frei? Brownie, danke. So, und den müsste nicht wieder rüber. Hier sind uns die Blöcke ausgegangen. Hier würden dann später die Waffen stehen. Ja, das wäre es eigentlich schon. Das Ganze müsste jetzt eigentlich nur noch rundherum einmal verschlossen werden. Und dann können die Waffen rein. Dass die hier gegenkloppen, glaube ich nicht. Und wenn die dürfen da vorbeikommen, es ist einfach nur, dass sie hier am Treppe hochgehen, genau wie da, zusätzlich noch beschossen werden. Ja, ja. Das hier vorne könnte man noch zu Beton machen. Ich glaube, den passt dann auch soweit. Aber wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Holz. Ich meine, wir brauchen jetzt gar nicht viel. Ich hole mir hier mal schnell zwei, drei Bäumchen.
damit wir uns ein paar Blöcke machen können. Die meisten Bäume dürfen hier eh schon halb tot sein. Wir haben garantiert schon so viele Zombies gegen gekloppt. Immerhin sind hier schon so einige gespawnt bei der Horde. Weißt du? Der war halb tot. Fühlt er hier noch? Das sollte doch... Ja, das sollte erstmal reichen. Nee, brauchen wir aktuell nicht. Wir brauchen nur mal Blöcke. Machen mal 100 Stück. Das sollte auch reichen. Wenn wir noch ein bisschen über zum Verstecken. Dann werden sie von hinten aus Feuer genommen. Von hier vorne nochmal aus Feuer genommen. Was sie sehen, vielleicht bräuchte auch noch welche an den Seiten später mal, dass sie hier auch noch unter Feuer genommen werden. Sie Zombies quasi überall Party haben. Ist wie Silvester. So, das hier wird rundherum zugebaut. Ich will nicht, dass die Zombies auch noch auf irgendeine Art und Weise an die Waffen rankommen. Jetzt bin ich nur überlegen. Rein theoretisch könnte ich das hier, das ist drüben nicht. Aber die stehen hier drüben ja auch so Podesten. Oder ich lasse das auch so, stehen hier nur zwei Podeste hin wegen Stroh. Ja, ich glaube, ich lasse das so. Einmal rumzimmern. Muss ja auch nicht sehr hoch. Höher als das hier muss das eigentlich gar nicht. Hauptsache, die Waffen passen rein. Aber selbst ist denn, ich muss ein Dach drüber. Das hier. Da zimmern wir jetzt ganz einfach. Die so halbe Dinger rüber. Gib mir her hier. Halber Würfel, genau. Obwohl das auch doof ist. Aber wie sollen wir denn doch später reinkommen? Warte mal. Und ich könnte zwar ein Loch lassen, aber dann besteht die Gefahr, dass die Geier von oben reinrotzen, ne? Und wenn ich eine Klappe aufmache, stülpt sie gleich in der Luft, weil das halbe Blöcke sind. Ganze Blöcke ist mir... Ach gut, wir nehmen ganze Blöcke. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu klubig, aber besser als das andere. So. So, dann würde ich sagen, lassen wir hier hinten ein Loch frei. Am besten in der Mitte, genau. Der Rest kommt denn hier alles zu. Da kommt denn Klappe und Leuter rein. Dann können wir hier innen drin Waffen und so aufbauen. Und den Lüftern auch. Das ist ordentlich schon alles. Da kommen die Waffen denn rein. Ich versuche hier nur gerade runterzukommen, ohne mir die Haxen zu brechen. Ja, ja. Ich glaube, hier bauen wir dann noch ein Gitter vor, das machen wir da dann auch noch. Und den haben wir die hier auch noch unter Feuer. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt noch vieles ist der kriegen. Ich versuche jetzt mal so viel wie geht. Aber ob das klappt, könnte am Holzproblem liegen. Wird die Bude und sich fertig, dann klatschen wir jetzt einmal kurz die Leute ran. Das kriegen wir auch aus den Blöcken. Leute, eben normalerweise, ich sollte mal alle anmachen. Da. Leider ruhen wir nämlich. Ich finde die einfach optisch hübscher. Kommt ganz hoch, doch müsste gehen. Klappe kommt hier oben rauf. So, die verstecken wir gleich auch noch. Und hier sammeln wir einfach die schönen, guten, wie hießen die Dinger nochmal? Stäbe oder so? Die hießen, glaube ich, nicht Gitter. Stäbe, ja genau, Stäbe vor. So. Die Waffen können ja da durchschießen. Die stellen wir einfach hier vor. Das klappt schon. Das machen wir wie drüben auch. Hier ein Block, da ein Block. Dann stehen hier die Waffen. Ja, dann werden sie von hier auch unter Feuer genommen. Das sollte klappen. Damit sie hier, vielleicht können wir sie ein bisschen schräg ausrichten, dass sie ein bisschen damit rausschießen. Wird schon. So, den jetzt einmal kurz die Gitter festlegen. Das muss sein. Und den Generator, den werden wir dann hier auch wieder mit die Ecke machen, wieder drüben auch.
Läudereimer. Gleich noch die Klappe rauf. Mal gucken, ob wir die bauen können. Oh, aber dann haben wir ja auch noch so einen kleinen Ballerbunker. Klappi. Holzklappe räucht ja eine. Kann man feststecken. Kriegen wir noch hin? Sehr schön. Die kommt auf jeden Fall oben rauf. Müsste ja so eigentlich auch halten, ne? Wenn Droni nicht im Weg stehen würde. Genau. Droni. Droni! Nee, nee, nee. Diese Drohne, ne? Und hier ist die Leute. Ich will die Wind schon gerne so rum haben. Zack. Genau. Dass er mir so aufmacht, hier gleich so leider hin kann. So, kriegen wir die vielleicht ohne Eisen noch so ein bisschen versteckt? Ich glaube, nee, ne? Ah, ein. Sehr schön. Dann brauchen wir nicht nur die Waffen. Dann müsste ich gucken, ob wir zu Hause noch welche haben. Aber ansonsten wäre das fast perfekt. Aber auch nur fast. Generator muss ich mal gucken. Wir brauchen noch einen Motor. Und das Problem ist, dadurch wird es natürlich noch Muni-intensiver. Aber das ist es mir wert. Ich meine, das ist nicht ganz mittig. Das ist mir schon klar. Aber die Zombies laufen ja auch nicht immer mittig, ne? Moin, die B. Klar, der steht hier dichter dran, weil hier ist der Weg ja noch nicht als der. Aber die Zombies kommen ja kreuz und quer. Hauptsache, sie werden... Ich habe das Gefühl, die kamen letzte Zeit sehr oft von hier. Dessen haben die Waffen sich meistens nicht leer geschossen. Obwohl die eine riesen Reichweite haben. Aber jetzt kriegen sie von beiden Seiten Feuer. Was aber definitiv jetzt auch noch muss. Ich kopiere die hier einmal. Wir bauen drüben auch schon mal die Gitter rein. Und Licht sollte hier später auch noch rauf. Definitiv. So. Wunderbar. Dann kann ich hier definitiv, selbst wenn es ein Zombie mal raufschaffen sollte... Nicht mehr an die Waffen ran. Wunderbar. Ich denke mal, das wird ganz gut klappen. Licht kommt hier noch ordentlich hin. Das könnten wir noch ordentlich machen. Aber jetzt muss ich erstmal nach Hause. Motoren haben wir, glaube ich. Mal gucken, ob ich noch einen Generator habe. Und ob wir noch diese Schusswaffen haben. Das muss sein. Angeschlossen ist das Ganze ja relativ schnell. Oh, die Zombies wehen ja aus Digger. Da fällt mir ein, wir hatten Skillpunkte. Wir können den letzten Punkt in Revolver reinskillen. Moment, Moment. Wo ist er doch? Genau. Zack, haben wir den mich auch durch. Wenn man mich mal guckt, wir sind mittlerweile Game Stage 405. Das sollte jetzt eigentlich mal, wenn es nicht wieder so wird wie bei der letzten Runde, ordentlich zur Sache gehen. Gut, gehen wir erstmal. Dorfhorn hätten wir noch. Genau, wir brauchen nur zwei. Sehr schön. Einen Generator sehe ich hier zwar nicht. Das heißt aber nicht, dass wir keine haben. Wir hatten hier ja noch die Elektrogedönskiste. Siehste mal. Motorin sollte eigentlich einer reichen. Da später aber noch Licht drauf kommt, nehmen wir mal zwei rein. Wir nehmen den auch mal mit für den anderen. Ne, die Zeitschalter-Release brauchen wir hier nicht. Wir brauchen die. Und wir brauchen gleich noch ein Drahtwerkzeug. Die Frage ist nur jetzt, habe ich nicht noch irgendwas vergessen? Wir haben Motoren, Benzin habe ich eins decken. Wir haben die Generatoren. Ja, ich bin gerade überlegen. Ob noch irgendwas fehlt? Ich glaube nicht. Muni und so machen wir es wieder rein. Nö, wüsste ich jetzt nicht, dass noch irgendwas fehlt. Haben nicht davon eben vier? Nö, wüsste ich jetzt nicht. Drahtwerkzeug sollten wir hier oben haben. Na, ich vergesse gerne die Hälfte, das wollte ich mir überlegen. Hätten wir auch die drauf machen können. Naja, egal jetzt. Hier ist das Drahtwerkzeug. Fackel nehmen wir erstmal mit, auf wenn später richtiges Licht hin soll. Da haben wir auch noch welche, ne? Dann habe ich, glaube ich, auch hier rausgenommen. Die Mülltonnenlampen haben wir aktuell nicht ein, aber die bauen wir später auch noch rauf. Was kriegen wir schon hin? So, denn noch einmal hin. Bloß doof, dass jetzt gerade Nacht ist.
Aber den sollten sie noch ein bisschen mehr Feuer unterm Hintern kriegen. Dieser Eisenbrocken da, ne? Ich glaube, ich nehme den einfach mal weg. Da fahre ich jedes Mal gegen. Ups, hier wollen wir. So, einmal runter. Habe ich noch einen Block? Das reicht nicht. Echt jetzt? Mach mal noch zwei, drei Blöcke. Ich weiß, warum du mir vier holst. Hauptsache, ich komme da jetzt rein in die Base. Sehr schön, sehr schön. Die kommen denn selbstverständlich hier rauf. Ist der richtig rum? Ja. Der gute Generator, der kommt denn hier in die Ecke. Sehr schön. Denn ich weiß, die Dinger brauche ich nicht unbedingt, aber da später ja noch Licht drauf soll, wenn ich da einen mit zwischenklemmen. Der kriegt denn jetzt zwei Motoren und der dritte ist für den anderen da hinten. Auftanken kann ich ihn auch schon mal. Bitte voll, ja? Danke. Den brauchen wir jetzt einmal kurz das Drahtwerkzeug. Von hier noch da. Und den nochmal von hier. Darüber natürlich. Und die schließen wir getrennt an, damit sie nicht ausfallen. So, einmal anmachen. Jojo, wenn wir die hier so hier unten hinballern lassen. Ich meine, nach oben ist scheiße, aber nach hier unten. So ungefähr, die sollen ja hier vorne den Bereich auskoren. Ne? Müsste es gehen eigentlich. Hier genauso. Müsste die auf der anderen Seite eigentlich auch nochmal kontrollieren. Ich glaube, die haben sich da so ein bisschen verstellt. So, der hat 31 Watt, den schalten wir aus. Das war jetzt nur zum Testen. Hoch hier. Dann gucken wir den anderen nochmal nach. Oh, soll mir auch nochmal der Motor rein? Versteckt hatte ich die alle, ne? Das weiß ich gar nicht mehr. Jojo, das wäre wichtig. Und hier glaube ich auch. Hm? Die muss hier hin. Da ist ja oben die Klappe drüber. Wir haben die ja damals als normale Base benutzt, damit sie nicht reinspringen. So, den, gut, der hat nicht viel Sprit verloren, kriegen wir den hier. So, die schalten wir auch einmal ein. Bisschen Muni haben die sogar noch, die sollen natürlich auch hier vorne so hinfeuern. Genau. Der ist sogar noch fast voll, der soll hier auch so hinfeuern. Sehr schön, den kommt später noch Licht drauf. Die ist leer, wunderbar. Den klappt er doch. Dann kann man hier vielleicht hier unten das nochmal zu Beton machen später oder so, aber das ist nicht wichtig. Zumindest ist der Eingangsbereich, wenn die Zombies denn von hier kommen, unter Dauerfeuer. Ja, ja, und das ist halt für die Zombies in den Tunnel kommen, da kriegen sie von hinten nochmal schön was ab. Den Turm ignorieren sie mich ja auch komplett. Wirklich komplett. Geht doch. Geht doch, geht doch. Gut, aber noch haben wir keine Ruhe. Noch ist es nicht so gut. Jetzt geht es erstmal wieder nach Hause. Und wir sind auch leider schon wieder am Ende der Folge. Aber es geht morgen natürlich weiter. Wenn wir nicht vorher irgendwie sterben im Graben. Ah, das wollen wir ja mal nicht hoffen. Das wollen wir nicht hoffen. Game Stage ist mittlerweile 405. Jojo. Bis 720 geht das Ganze. Also haben wir noch ein bisschen Luft. Denn vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Bye, bye.